Egal, ob es eine Stadt ist, eine Insel oder einfach nur eine Gegend mitten im Nirgendwo, manche Orte haben eine gewisse Aura, die etwas Mysteriöses an sich hat. Von manchen will man sich fernhalten, andere wiederum wirken auf viele Menschen nahezu wie ein Magnet und sie fühlen sich dorthin gezogen. Thema heute: 6 mysteriöse Orte und Städte. Die Höhlentempel Ajanta und Ellora in Indien. Im indischen Bundesstaat Maharashtra liegen 2 unglaubliche Tempelkomplexe, die beide vor Jahrhunderten in Fels gemeißelt wurden. Die Höhlentempel von Ajanta und Ellora, 2 UNESCO-Weltkulturerbstätte. Im 5. Jahrhundert geriet der Ort in Vergessenheit und erst 1819 entdeckte der britische Offizier John Smith, der in der Gegend auf Tierjagd war, die Höhlen wieder. Bis heute weiß man nicht, wie und wie lange man an diesem Bauwerk gearbeitet hat. Zhuzhaigou, China. Ein Naturschutzreservat in der Provinz Sichuan, welches einen Bambuswald beherbergt, der aussieht, als wäre er von einem anderen Planeten. Unter Abenteurern galten Teile des Waldes damals als Tal des Todes, aus dessen dichtem Nebel einige niemals wiedergekehrt sind. Insel Sylt, Deutschland. Man spricht von ihnen, als wären sie leibhaftige Wesen, die Gongor. So nennt man die Untoten auf der Insel Sylt, die keine Ruhe finden. Unschuldige, die man ermordete, Gotteslästerer, Selbstmörder oder Seefahrer. Denn wenn ein solcher Seefahrer auf einem offenen Meer stirbt, kehrt er als Gongor zurück und durchquert das Meer zu Fuß, bis er in das Haus seiner Nachkommen steigt. Man sagt, er lässt Lichter ausgehen und hinterlässt einen salzigen Wasserabdruck auf dem Bett. Und gibt man ihm die Hand, wird sie schwarz und fällt ab. Das Dorf Canneto di Caronia, Sizilien. Ab dem Jahr 2004 gerieten im kleinen Dorf Canneto di Caronia immer wieder Haushaltsgeräte in Brand. Fernseher, Staubsauger oder Küchengeräte, ohne Grund, fingen plötzlich einfach Feuer. Oft sogar ohne überhaupt am Strom angeschlossen zu sein. Über 300 Mal brannte es ohne erkennbare Ursache. Viele Einwohner flohen. Die Behörden ließen Canneto kurzzeitig vollständig evakuieren. Viele Experten versuchten, die Ursache für das spontane Feuer ausfindig zu machen. Was die Feuer jedoch ausgelöst hat, konnte bis heute nicht abschließend geklärt werden. Machu Picchu, Peru. Erst im Jahr 1911 entdeckt, thront dieses Erbe der Menschheit auf fast 2500 Metern Höhe. Zwischen Anden und Amazonas-Regenwald gelegen, dient dieser peruanische Kulturschatz vor 500 Jahren vielleicht als Festung, Tempel für die Verehrung der Sonne oder Opferstätte. Das Rätsel des Machu Picchu ist bis heute nicht gelöst. Aokigahara-Wald, Japan. Am Fuße des Vulkans Fuji liegt der Aokigahara-Wald. Es gibt nahezu unendlich viele Spukgeschichten über ihn. Der Auslöser war ein Roman aus den 1960er Jahren, in dem die Protagonistin genau in diesem Wald Selbstmord begeht. Seither zieht das riesige, dichte Waldgebiet bis heute lebensmüde aus ganz Japan an. Allein im Jahr 2002 wurden rund 80 Tote gezählt. Manche am Baum hängenden Leichen werden erst viele Jahre später entdeckt, weil der Wald so undurchdringlich und düster ist, dass man schon nach kurzer Zeit die Orientierung verliert. Immer wieder tauchen Skelette auf und in manchen Nächten soll man in den Tiefen des Waldes sogar noch das Jammern der Verstorbenen hören.